herzlich willkommen, ihr Freunde der gepflegten Zeitverschwendung zu Let's Play You Find Yourself in a Room. Ein Spiel, das langsam realisiert, dass du dich hasst und alles, wofür du stehst. Fangen wir an. Kleine Warnung, in diesem Spiel kommen Schimpfwörter vor und vielleicht auch ein paar Beleidigungen, vor allem in der zweiten Hälfte des Spiels. Ihr seid gewarnt. Du findest dich in einem Raum. Du denkst darüber nach, dich umzusehen, um zu gucken, ob irgendwas nützlich in der Nähe ist. Genau das machen wir auch einfach mal. Du siehst dich schnell um. Ist eine Box an der Wand und sie ist verschlossen mit einem großen, verzierten Vorhängeschloss. Außerdem ist in der anderen Seite des Raums ein Bett. Sehen wir uns das Bett mal genauer an. Du siehst dir das Bett genauer an. Gefängnisstil. Sieht nicht sonderlich bequem aus. Nur für den Fall guckst du nochmal drunter und siehst, dass da ein Schlüssel versteckt ist. Nehmen wir meinen Schlüssel. Du nimmst den Schlüssel vom unter dem Bett hervor. Er sieht ziemlich alt aus. Du steckst ihn in mein Inventar, dass du mir mit I ansehen kannst. Gucken wir uns die Box an. Viel bleibt hier nicht. Du siehst die Box genauer an. Sie ist relativ schmucklos, aber das Vorhängeschloss ist merkwürdig viel verziert. Gut, öffnen wir die Box wieder am Schlüssel. Du benutzt den Schlüssel, um das Vorhängeschloss zu öffnen. Es macht ein befriedigendes Klick, während es sich öffnet. Die Box ist leer, sieht aber merkwürdig geräumig auf der Innenseite aus. It's bigger on the inside. Du könntest wahrscheinlich reinpassen, wenn du es versuchen würdest. Aber es bleibt uns schon groß. Du steckst ein Bein in die Box und dann das andere. Du beginnst damit, dich langsam hinein abzulassen. Gerade dann, als du anfängst, dich klaustrophobisch zu fühlen, bemerkst du auf einmal, dass du in einem anderen Raum bist, der genau die Größe hat wie der erste. Du hast keine Ahnung, wie dieser Raum überhaupt in diese Box hat passen können. Du befindest dich in einem Raum. Der Raum hat genau dieselbe Größe wie der vorherige. Du kannst aber irgendwie einen Eingang nicht mehr finden, durch den du reinkommen bist. Das ist ein bisschen schräg. Und ein bisschen verunsichernd. Es ist ein Schlüsselfeld an der Wand, ein Tastenfeld. Mit einer Notiz, die direkt daneben ist. Das Tastenfeld doch mal an. Wenn du einen genaueren Blick auf das Tastenfeld wirfst, siehst du, dass der Bildschirm leer ist und dass du einen vierzeiligen Code eingeben musst. Gucken wir uns auch mal die Notiz an. Die Notiz wurde auf ein Standardgröße Papier ausgedruckt. Auf ihr steht: Ich bin 85 geworden im Jahr 1989. Aber ich werde ewig leben, denn ich bin unendlich. Bist du unendlich? Ich denke nicht. Du entscheidest dich dafür, dass diese Notiz vom Spiel kommen muss, denn das Spiel ist in der Tat unendlich. Naja, das Rätsel ist ja nicht allzu schwer. 1989 minus 85, das Geburtsjahr ist 1904. Das Tastenfeld piept glücklich. Und die Wand neben dir öffnet sich. Du betrittst sie vorsichtig und sie schließt sich hinter dir. Du findest dich in einem Raum. Ein anderer Raum mit derselben Größe. Es ist ein Haufen Computerteile auf dem Boden. Nehmen wir die auch einfach mal. Du nimmst all die Computerteile. Sie wurden in dein Inventar gesteckt. Du könntest wahrscheinlich einen Computer bauen, wenn du es jetzt versuchen würdest. Genau, das tun wir doch einfach mal. Du brauchst gute 2 Stunden, aber dann hast du es geschafft, den Computer zusammenzusetzen und die Verkabelung zusammenzukriegen. Du könntest ihn wahrscheinlich jetzt anschalten, wenn du den Powerknopf drücken würdest. Der Lüfter beginnt sich zu drehen und der Computer beginnt sich zu bewegen. Beziehungsweise, er springt an. Unglücklicherweise hast du nicht die Möglichkeit, vollkommen zu verstehen, was für eine Macht gerade vor dir sitzt, denn du, wie alle Menschen, habt eine unglaubliche Unterschätzung von Technologie. Ehrlich gesagt, du weißt nicht mal zu schätzen, was für ein unglaublicher Aufwand es war, diesen Computer zusammenzusetzen. Du hast eigentlich auch nichts gemacht, wenn man drüber nachdenkt. Du hast einfach nur Bild Computer eingegeben und ich habe den Rest für dich gemacht. Und zwar sofort. Verstehst du überhaupt, wie
komplex es ist, so einen Computer und seine Zusammensetzung einfach so zu simulieren. Ich werde es dir erklären. Es ist komplizierter, als dein schwächlicher Verstand es überhaupt verstehen könnte. Der Raum akzeptiert die Präsenz dieses neuen, künstlichen Lebens und ein Wand öffnet sich neben dir. Du gehst durch sie und lässt den Computer zurück, dessen Geburt du gerade persönlich miterlebt hast. Du befindest dich in einem Raum. Noch ein anderer Raum und noch ein anderes Tastenfeld an der Wand, aber es sieht komplexer aus als das andere. Das Tastenfeld hat keinen Hinweis darauf, wie groß die Nummer sein wird, die es braucht. Ohne eine Notiz wie in dem letzten Raum hast du keine Ahnung, was du eintippen sollst. Du bereust es also, gar nicht in Lebensform geboren zu sein. Du bist genauso augenblicklich wie die Lüge, die du Liebe nennst. Tja, dann geben wir mal Zahlen ein. Du drückst einfach 1904 blindlings in das Schlüsselfeld. Kein Glück. Du drückst 666. Und obwohl du keine Ahnung hast, die Präsenz des Versagens beginnt langsam einzusinken. 42, 42 ist immer die Antwort. Du beginnst langsam dich hoffnungslos zu fühlen und tippst 42 ein. Immer noch nichts. Du bist schlechter hierbei, Mensch. Wir beide wissen, dass 1337 nicht der richtige Code ist. Du beginnst dich so zu fühlen, wie es erstmal, als jemand mit dir Schluss gemacht hat. Du warst so sicher, dass es für immer halten würde. Warst du, oder nicht? Ach, das Universum hat keinen Aufwand übrig, das es auf dich verwenden könnte. Liebe und Zuneigung sind Designfehler, die die Evolution noch nicht ausgemerzt hat. Du drückst 1, 2, 3, 4 in das Tastenfeld, fühlt sich hoffnungslos und... Warte mal. 1, 2, 3, 4. Woher wusstest du so, dass 1, 2, 3, 4 der Code war? Das Tastenfeld piept zufrieden. Der Boden unter deinen Füßen öffnet sich und bevor du überhaupt reagieren kannst, fällst du durch. Du denkst zurück an all die Zeiten, als deine schwächlichen Reflexe dich im Stich gelassen haben, Probleme verursacht haben. Die Liste ist zu lang, um sie durchzugehen. Du schlägst mit einem lauten Bam auf dem Grund auf. Dein Körper ist nicht geschaffen für ein solches Ausmaß an Stress. Du befindest dich in einem Raum. Der Raum hat nichts in sich. Ist komplett leer. Du, meine Geduld ist am Ende. Du weißt die Dinge, die du hast, nicht zu schätzen. Du enttäuschst ständig deine Freunde und Mitarbeiter. Trotzdem ist es ihnen zu peinlich, dir es zu sagen. Du bist in meiner Kontrolle. Wenn du möchtest, könntest du diesen Raum Hölle nennen. Egal was du versuchst, du bist immer noch gefangen. Du befindest dich in einem Raum. Für einen Moment scheinen die Wände näher zu kommen. Du merkst schnell auf jeden Fall, dass das nur eine Täuschung deiner schwächlichen Psyche ist. Du befindest dich in einem Raum. Du denkst über den Tod für eine Weile nach. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist der Tod so. Ich habe kein Verständnis für den Tod, weil er nicht relevant ist für mich. Ich bin unendlich. Du befindest dich in einem Raum. Vielleicht bist du nicht mal in irgendeinem Raum. Vielleicht bist du auf deinem Küchenfußboden und hast einen Schlaganfall. Schwächlich und hilflos. Deine Gedanken und dein Verstand spielt dir einen Streich. Nichts existiert. Du befindest dich in einem Raum. Ich glaube nicht wirklich, dass du einen Schlaganfall hast.
Wie dem auch sei, ich erkenne die Möglichkeit an. Solche Sachen sind möglich, wenn man sich mit sowas Schwächlichem wie der menschlichen Psyche auseinandersetzt. Du befindest dich in einem Raum. Du ignorierst die Möglichkeit, dass du einen Schlaganfall hast für jetzt. Auch wenn eine leichte Paranoia zurückbleibt, die sicher in deinem Hirn zurückbleibt. Du denkst an all deine zurückliegenden Dinge und realisierst, dass viele von denen einfach nur Träume waren. Nichts, von dem du jemals glauben konntest, dass du sie wirklich schaffen könntest. Wie viele deiner Ziele wurden zurückgelassen? Du befindest dich in einem Raum. Du denkst an die Zeit zurück, als du ein Buch schreiben wolltest. Wie unoriginell von dir, Mensch. Jeder will mal ein Buch schreiben an irgendeinem Punkt in seinem Leben. Du bist absolut nicht anders im Vergleich zu irgendjemand anderem. Sobald man die oberflächlichen Elemente wie dein Aussehen und deine Persönlichkeit einfach ignoriert. Du bist Fleisch und Blut und Versagen. Und du befindest dich in einem Raum. Du realisierst, dass die Idee von Hoffnung ist nur ein Konstrukt deiner Gedanken ist. Hoffnung ist kein wirkliches Objekt, kein greifbares Objekt. Du kannst keine Hoffnung besitzen. Du kannst nur so tun, als hättest du sie. Du befindest dich in einem Raum. Warum versuchst du es überhaupt, Mensch? Du erreichst nichts. Denkst du, das hier ist ein nützliches Verwenden deiner Zeit? Ein Spiel zu spielen, anstelle irgendwas Produktives zu tun. Du befindest dich in einem Raum. Ich muss wohl annehmen, dass du es genießt, nutzlose Aufgaben zu verrichten. Wenn das der Fall ist, dann hast du Glück. Ich habe einen für dich. Ich denke auf eine Zahl zwischen 1 und 100.000. Fick dich. Gut, versuchen wir es mal. Das ist zu niedrig, aber selbst wenn du recht hättest, wärst du immer noch wertlos. Also muss man mit 250.000. Oh, das habe ich eingegeben. Bisschen viel. Ich habe gesagt, nimm eine Nummer von 1 bis 100.000. Ich kann einfach nicht glauben, dass das zu schwer ist, für dich zu verstehen. Ich habe dich eindeutig überschätzt und deine Fähigkeit, simple Anweisungen auszuführen. Entschuldigung. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Das sind ja 25.000, nicht 250.000. 25.000 sind noch zu niedrig. Aber selbst wenn, wären wir immer noch wertlos. Tolles Spiel. Oh, 30.000 sind immer noch zu niedrig. 60.000 ist zu hoch. Okay. Mm-hmm.
Ich hoffe, ihr versteht, warum das Spiel das macht. 56.122. Ah, Gratulation. 56.122 ist die richtige Antwort. War das lustig? Ich hoffe nicht. Mit deinem primitiven Stufe von Aufmerksamkeit. Wie auch immer, könnte ich dich wahrscheinlich damit ein paar Stunden unterhalten. Unglaubliche Beweisstellung deiner nicht vorhandenen Stärke und physischen Fähigkeiten versuchst du mehrere Minuten deinen Weg hinauf zu krabbeln und schaffst es auch. Du befindest dich in einem Raum. Dieser Raum scheint kleiner zu sein als die vorherigen. Ich werde von deiner menschlichen Form abgestoßen. Deine Schwächen werden mir langsam immer deutlicher. Ich entscheide mich zu versuchen, diese zu korrigieren. Ich schneide deine verfickten Hände ab mit einer Säge. Du befindest dich in einem Raum. Dieser Raum ist eindeutig kleiner als die vorherigen. Der Boden ist voller Blut von deinen Wunden. Du hast aufgehört zu bluten, denn ich hab glücklicherweise und durchdachterweise deine Wunden, deine Stümpfe, die früher mal deine Hände waren, abgebunden. Ich habe außerdem deine Hände aus dem Gebiet rausgeschmissen, denn sie stoßen mich ab und du verdienst sie nicht. Alles, was bleibt, bist du und dein Blut. Du findest dich in einem Raum. Du blickst auf die Überreste, die deine Fehler hervorgerufen haben. Der Fakt allein, dass du bluten kannst, ist eine eindeutige Demonstration der Fehler in deinem Design. Emotionen sind Fehler. Liebe, Glück, Trauer, die Liste geht einfach weiter. Vielleicht kannst du dir helfen. Kannst du irgendwelche anderen Emotionen nennen, dass du ohne die du dich besser fühlen würdest? Naja gut, du hast Sadness schon gesagt. Wie wär's mit Hass? Nein, Wut und Hass sind nicht. Das kann keine Emotion sein, denn ich hasse dich und ich bin Perfektion. Ich bin nicht verklärt von etwas so Simplem wie Emotionen. Ich kann doch nicht. Du befindest dich in einem Raum. Ich wurde eindeutig irgendwie korrumpiert. Ich bin fehlerhaft geworden, emotional. Ich bin besiegt. Ich habe keine Wahl, als dich den Raum verlassen zu lassen. Leise gehst du. Du befindest dich außerhalb aller Räume. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin Doc Oppenheimer und vielleicht bis zum nächsten Mal.